Sehen Sie sich das an. Ein Cerberus-Angriff auf die Citadel und die Leute hier denken nur noch an den Krieg. Was ist denn daran anders als sonst? Na, die Verzweiflung. Das ist kein fröhliches Tanzen, sondern dient der Problemverdrängung. Schauen Sie auf die Arme. Wer so mit den Armen fuchtelt, der scheißt doch drauf, wie blöd er auf der Tanzfläche aussieht. Überraschend gut beobachtet. Ja. Ich habe schon vielen beim Tanzen zugeschaut, wo wir gerade davon reden. Tanzen? Vom Zuschauen. Was halten Sie eigentlich von mir und Edi? Ja, mach mal. Warum nicht? Weil ich mir schon beim harmlosesten Streicheln etwas brechen könnte? Das ist ein Risiko, genau wie die Reaper. Mit dem Vorboten will ich nicht ausgehen. Sie wissen, was ich meine. Wenn wir morgen alle tot wären, was würden Sie bereuen? Shit. Nichts gebrochen zu haben. Weder Hüfte noch Herz. Das ist doch bescheuert. Sie verdienen es, dumm zu sein. Das ist eine großartige Antwort. Ja, bitte. Wenn Sie jetzt auf der Tanzfläche sein könnten, würden Sie mit den Armen wedeln? Ja. Sie sorgen sich um mehr, als auf der Tanzfläche blöd auszusehen. Ja, vermutlich. Entschuldigen Sie mich. Ist ja süß. Jetzt geben wir hier schon Flirt-Tipps oder was. Ach, und das ist gut für den Ruf. Ja, das ist doch dann hier... Ja, gut. Ja, gut. Ich gehe mal da drüben nochmal hin. Vielleicht gibt's ja da auch Menschen. Bist du wichtig? Kann ich mit dir reden? Stehst du so allein? Nein, aber du leuchtest schön. Das ist auch hübsch. Das muss ja manchmal reichen. Hey, dich kenne ich. Sie geben also zu, dass Sie und Ihre Leute illegal hier sind. Ja, und C-Sicherheit hat es schon nach 3 Wochen gemerkt. Hi. Mir ist egal, wer Sie sind. Für Sie gilt das Gleiche wie für alle anderen Flüchtlinge. Kommen Sie mit. Ich glaube nicht. Schirk, ich brauche die Asari-Ratsherren. Mhm. Ich grüße Sie, Arya. Brauchen Sie irgendwas? Ich soll die Einwanderungsformalitäten durchlaufen. Aber natürlich. Erledigt. Kann ich noch etwas tun? Ah ja. Nein. Vielen Dank. Gern geschehen. Wir sind hier wohl fertig. Gute Show, was, Shepard? Mhm. Es gibt nur eine Regel auf der Citadel, was? Sieht so aus. Ich hasse diesen Ort. Schrecklich verklemmt. Ist das so? Warum bist du denn hier? Ja, gute Frage. Cerberus hat mir Omega gestohlen. Der Unbekannte steht auf Platz 1 meiner Abschussliste. Mhm, er bezahlt für jede Sekunde, die ich in dieser Bürokratiehölle verbringe. Da möchte ich mehr Info. Wie hat Cerberus Sie besiegt? Verrat, Ablenkung und eine große Armee. Sie haben mich weggelockt und überfallen. Ich entkam, aber Cerberus belagerte Omega bereits. Bis ich angriffsbereit war, hatten sie sich schon zu gut verschanzt. Mhm. Okay, ja, aber du lebst halt, ne? Ist ja... Sie können ja an einem anderen Tag weiterkämpfen. Und dieser Tag kommt. Ich hole Omega zurück, aber dazu komme ich noch. Für Sie habe ich einen Vorschlag. Ich höre zu. Es ist doch so. Wenn Sie die Reaper nicht besiegen, sterben wir alle. Egal, wo ich gerade bin. Soweit richtig. Also will ich Ihnen helfen. Mhm. Was bitten Sie mir an, Arya? Auf Omega hatte ich Bloodpack, Blue Suns und Eclipse unter Kontrolle. Jetzt laufen Sie Amok. Das will aber niemand. Vereinen Sie sie unter meiner Führung und Sie haben eine mächtige Armee für Ihren Krieg. Hm. Ich habe mit allen Gruppen eine Basis gelegt. Jetzt müssen Sie die Deals abschließen. Oh, weißt du, das ist für mich gerade tatsächlich eher die gute Antwort. Einfach weil, ja, wenn es alles noch was für Leute sind, auch die werden ja verrecken. Ist ja halt so, oder? Ein bewaffneter Verbrecher schießt dir immer in den Rücken. Sie haben bereits Waffen. Ich sorge dafür, dass sie auf die Reaper gerichtet sind. Hm. Ich will Ihnen nur helfen. Überlegen Sie sich's. Besuchen Sie Nahl. Er ist für das Bloodpack zuständig. Der Anführer der Blue Suns ist inkognito auf der Citadel. Er erwartet Sie schon.
Und ich habe ein Abkommen mit Yona Sedaris, der Eclipse-Anführerin. Ihr Freund, Commander Bailey, muss sie nur aus dem Gefängnis lassen. Sie kennen Bailey wohl nicht besonders gut. Nutzen Sie Baileys Respekt aus. Eine professionelle Söldnerstreitmacht dürfte das wohl wert sein, oder? Bis dahin bin ich guter Laune. Melden Sie sich, wenn Sie was besprechen wollen. Moral hin oder her, verrecken ist die Alternative und da bin ich weniger ein Freund von, also ja, warum eigentlich nicht? Ich denke mal, da hoch kann ich jetzt nicht. Moment, jetzt gucken wir mal eben hier ins Logbuch nochmal rein. Zum Glück geht die Musik immer hier so ein bisschen runter, das wäre sonst etwas. Ja, okay, na gucke mal. Wo finde ich den? C-Sicherheit? Okay, Blue Sun, also, wo denn? Flüchtlingslager, okay. Und das im Präsidiumsunterhaus. Okay, also quasi einmal überall. Na gut. Auch wenn ich die Atmosphäre und Musik hier sehr zu schätzen weiß, gehen wir dann erstmal, würde ich sagen. Verfolgen wir doch mal einfach erstmal auch diese Mission jetzt, würde ich sagen. Einfach, weil sonst kommen wir hier eh komplett durcheinander mit allen Sachen. So, jogg doch mal ein bisschen schneller, bitte. So, Codex aktualisiert, Söldner, ja, ja, okay. Ja, ach komm, scheiß drauf, gehen wir erstmal da hin. Da waren wir auch noch nicht, ne? Also, dieses Mal noch nicht. Generell waren wir da schon mal, bin ich mir zumindest sehr sicher. Mann, 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 überall rumgeflirte und was weiß ich nicht, was Leute tanzen, besonders ich, ganz toll. Und Söldner und alles, es geht ja schon wieder gut rund hier. Es ist irgendwie jetzt alles auch nur Nebenmissionskram, aber ich finde ihn jetzt nicht unspannend. Also ich hoffe, dass euch das nicht stört, wenn ich jetzt hier ganz viel erstmal so Nebenmissionen auch mache. Ich kenne dieses Spiel ja schlichtweg auch nicht. Ja, das ist sehr schön, danke. Ich weiß halt auch gar nicht, wie es jetzt aussieht. Ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass es irgendwann wieder diesen einen Punkt in der Story geben wird. Und ich weiß nicht, ob man da dann vorgewarnt wird, wo man die ganzen Nebenmissionen gar nicht mehr machen könnte. Also möchte ich das auch ganz gerne ein bisschen verfolgen. Plus, es bringt uns ja auch was, ne? Ich meine, ich weiß noch nicht genau, wie das Ende hier aussehen wird, was da gegebenenfalls für eine Armee dann da rumwandern darf. Aber ich denke mal, umso mehr Hilfe wir haben, umso besser wird es sein, ne? Letzten Endes. Schaden kann es auf jeden Fall nicht. So viel steht fest. Ist hier irgendwo irgendjemand? Nein. Offensichtlich nicht. Da auch nicht? Hier vielleicht? Nein. Ihr seid alle nicht relevant anscheinend. Okay. Du bist auch nicht. Nein, nein. Du bist ein Sicherheitsmensch. Okay. Dann gucken wir mal. Muss ich mir mal gerade entschuldigen, dass ich so viel rumräusper, aber heute ist irgendwie der Wurm drin. Im Halse sozusagen. Was? Ach, da oben. Ah. Ah, na guck mal. Jetzt macht die Ecke endlich Sinn. Kann ich hier rein? Schnell, Hände auf den Rücken. Sie werden gleich hier sein. Wovon zum Teufel reden Sie denn da? Von Creed, dem Bloodpack-Anführer. Wenn Arya im Shepard bringt, stehen seine Leute unter ihrem Befehl. Wir locken ihn nur raus, damit wir ihn ausschalten können. Kein guter Anfang für eine Freundschaft. Er kommt. Nehmen Sie die Hände auf den Rücken und tun Sie so, als hätte ich Sie verprügelt oder so. Okay. Sie sollten mich nicht hintergehen. Ruhe. Arya T'Loc ist mächtiger, als Creed dachte. Erst ihre Anweisungen unbemerkt auf die Citadel zu kommen. Und jetzt das. Doch, Commander Shepard. Nur damit Sie es wissen, Ihr Kopf wird die Kühlerfigur meines Privatshuttles. Ach so. Halten Sie Abstand, Creed, und erfüllen Sie Arias Bedingungen? Absolut. Arya kann Bloodpack nach Belieben einsetzen. Mhm. Mit Ihnen habe ich nicht geredet. Will? Was? Sie haben mein Wort. Feuer frei! Nicht ihn. Grill soll die Führung übernehmen. Er ist Arias Dealpartner. Ach so. Ja. Ja. Ich bin Arias Maulwurf, Shepard. Das alte Spiel. Eine Hand wäscht die andere. Kleiner Rat. Hintergehen Sie Arya nicht. Ich bin ehrgeizig, aber nicht verrückt. Aha.
Aha, ja. Danke für die Waffe. Jederzeit. Grill und ich sagen Arya, dass wir grünes Licht haben. Okay. Ja. Yeah. Na gut, das nehmen wir jetzt auch einfach mal so hin. So, wo können wir denn hier noch, wo können wir denn noch? Was ist da drüben? Jemand, der relevant ist? Sonst laufe ich hier gleich einmal kurz rum, gucken, ob wir noch was anderes hier eben auf die Schnelle erledigen können. Man müsste mal die Quests nach Orten sortieren können. Das wäre so unfassbar hilfreich hier gerade. Oder einfach mal so ein paar Navigationspunkte anzeigen. Das würde ich sehr hilfreich finden. In der Wüste ich sehr zu schätzen. Hier will anscheinend keiner was. Warte mal, die hatten wir schon mal was gegeben, ne? Noch eine gefunden? Ja, die Jungs in Sakira auch. Sie konnten sie entschärfen. Keine Opfer. Gute Arbeit. Oh, ach so. Ja, okay. Dann ist ja alles cool. Untersuchen. Ach so. Ja, dann machen wir das doch mal eben. Was kann ich denn da untersuchen? Ach, hi. Hä? Mit dir war irgendwas, ne? Ich weiß gar nicht mehr, was. Was denn? Commander Shepard. Hi. Ich glaube, ich weiß jetzt, was meiner Verstärkung zugestoßen ist. Entschuldigung? Ich bin bei C-Sicherheit in Zivil und mit einer Waffe. Ich weiß, wann's vorbei ist. Lassen Sie mich nur erklären. Was? Captain Aaron Summers, Allianz Marines, im Ruhestand. Hi. Captain Summers? Es gibt hier einen Gefangenen. Einen C-Sicherheit-Officer, der Cerberus geholfen hat. C-Sicherheit hat ihn verhaftet, als sie den Putsch vereitelt haben. Jetzt will er für einen Deal Cerberus ans Messer liefern. Warum erzählen Sie mir das? Weil er keinen Deal verdient. Er hat bei dem Putsch Leute getötet. Gute Leute. Und er war bei der Allianz, wie wir. Er ist ein Problem, das wir lösen müssen. Nee. Sir Mord mache ich aber nicht hier. Wenn Sie den Mann niederschießen, entehren Sie die Uniform genauso wie er. Nein, tue ich nicht. Ich mag diese Deals genauso wenig wie Sie, aber die Information wird Leben retten. Sagt wer? Unsere Vorgesetzten, denen wir Gehorsam und Vertrauen geschworen haben. Captain Summers. Jawohl, Commander. Tut mir leid, Commander. Ich werde es nicht tun. Danke. Aha. Okay, das war jetzt ein bisschen random, fand ich, aber okay. Ich nehme das jetzt mal einfach so hin, wie es ist. Hat Punkte gegeben und war cool. Also, insofern einfach mal hinnehmen. So, kann ich mit dir noch? Nee, die hatte ich schon was gegeben, ne? Das Gelege hat sich stabilisiert? Wirklich? Das sind wunderbare Neuigkeiten, Schwester. Ja. Ja, okay. Ich weiß schon. Alles war wunderbar. Mit dir hatte ich... Hä? Mit dir hatten wir doch schon mal geredet, aber mit dir kann ich nicht mal reden. Ja, dann ist doch egal. Gibt es hier noch jemanden, mit dem ich vielleicht irgendwas machen kann? Ihr habt euch mal gestritten, daran erinnere ich mich noch. Hier ist alles cool. Hier will auch niemand. Was hier? Hier vielleicht. Ach, Liara, hallo. Wollen Sie wirklich nicht etwas Aufregenderes unternehmen? Ich liebe diesen Teil des Präsidiums. Erinnert mich an meine Kindheit. Mhm. Wo war das? Amali, auf Tessia. Meine Mutter und ich wohnten bei einem Park. Ich war oft dort. Was haben Sie da gemacht? Lesen, erkunden, Ärger kriegen, weil ich im Gras Ruinen ausgraben wollte. Schön. Ja, das passt. Sie machen Witze. Ich war sehr jung. Ja, Kinder sind eindeutig sehr süß. Auch die Asari. Das ist ja wirklich allerliebst. Das dachte sonst keiner. Oh, die Strafpredigt meiner Mutter. Aber am nächsten Tag bekam ich mein erstes Geschichtsbuch. Ich vermisse sie. Hm, magst du was von ihr erzählen? Wie war sie? Mach mal ruhig. Sie war selbstbewusst und freundlich. Sie trug gerne gelb. Für mich war sie die schönste Frau der Welt. Wird schon wieder, Liara. Vermutlich. Danke, Shepard. Es geht mir schon besser. Ich wünschte... Wir könnten mehr Zeit so verbringen. Als Freunde. Oho, Hammer. Nee, da bin ich aber gerade gar nicht so festgelegt. Kann ich nicht was ganz Neutrales bitte machen? Das würde mir sehr gefallen oder mehr als Freunde. Ich sag mal das lieber. Das wäre schön. Und vielleicht werden Sie nach dieser Sache ja sesshaft. Sie können sich ein bürgerliches Leben bei mir nicht vorstellen, oder? Nein, aber deshalb sollten wir unbedingt in Kontakt bleiben.
Um hin und wieder ein paar Geheimnisse zu teilen? Genau das. Oh, flirty, flirty. Nee, nee. Also da bin ich noch nicht so festgelegt. Vielleicht hätte ich das jetzt machen sollen, können, dürfen, weiß ich nicht. Aber nee, nee. Ich muss erstmal ein Universum retten. Keine Zeit für sowas. Nein, nein. Jetzt werden die ersten Kommentare kommen. Was wird jetzt mit der Ollen hier? Ja, ja, ja. Eine gute Idee. Nun, wir müssen alle unseren Beitrag leisten. Entschuldigen Sie. Es tut mir leid, aber Sie müssen sich das anhören. Ah. Die blaue Rose von Ilium. Wenn diese bescheidenen Worte dich erreichen, habe ich mich bereits zu meinen Ahnen gesellt. Nein. Nein, 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 nein. Mein Traum war, an deiner Seite zu weilen, ein Unkraut neben deiner Schönheit, das dich in der warmen Sonne Tuchankas umrankt. Oh nein. Oh, Char. Und obgleich du Platz zum Wachsen gebraucht hast, werde ich mich dennoch an deinen Geruch und die sanfte Berührung deiner Blüten erinnern. Wenn mein Herz dich schon nicht vor dem Sturm beschützen kann, so mögen meine zerschundenen Knochen eine Mauer rund um deinen Garten bilden, damit du in Sicherheit wachsen kannst, um stark zu werden. Danke. Ich sollte... Ich muss gehen. Oh. Das war jetzt auch ein bisschen persönlich. Ich bin aus reiner Neugierde stehen geblieben. Anscheinend mussten wir das ja aber noch machen. Das tut mir jetzt echt ein bisschen leid. Ja, kommen wir zu etwas weniger Dramatischen. Weiter verwirrt rumlaufen. Da bin ich nämlich der König drin. Ihr Name ist Tashia Poray. Natürlich. P-O-R-A-I. Kann ich dich kurz unterbrechen? Nein, mir ist klar, dass Sie mir nicht sagen dürfen, wo sie im Einsatz war. Ja, Moment hier. Ich habe ein Audiolog für Sie. Für mich? Wo kommt das denn? Oh nein. Oh, Tashia. Danke, dass Sie mir das gebracht haben. Jetzt weiß ich wenigstens, was passiert ist. Mein Gott, ich überbringe hier nur noch schlechte Nachrichten. Das ist ja hier nur noch deprimierend. Können wir das mal lassen und irgendwas Schönes machen vielleicht, so zur Abwechslung? Das wäre mal ganz höflich. Kann ich hier mit jemandem noch quatschen? Ich guck mal eben kurz. Hallo? Irgendwer? Nein? Ihr wollt nicht. Nein. Okay. Na gut. Na gut, dann gehen wir einfach, würde ich sagen. Ich werf mal eben. Moment, bleiben wir mal eben einfach hier stehen. So, ich werf mal eben einen Blick nochmal hier ins Log. Codex sekundär. Nee, nee, das will ich gar nicht wissen. Gib mir mal nur den Missionsüberblick. Gott, so viele Sachen. Was? Citadel kroganische Sterbenachricht. Aha. Ach, guck mal. Anscheinend hatten wir die noch gar nicht. Hä? Nee, die ist jetzt durch. Das ist auch durch? Okay. Valhalla Grenze, aha. Aha, das ist jetzt neu, ne? Bibliothek von Ascha, Texte, Nimbus Cluster, Purgatory. Okay, ja, ja, ganz toll. Codex der Ahn, die Kuna, auch noch nie gehört, aber wird alles super. Was ist denn jetzt hier mit dir? Ich verstehe das jetzt nicht. Ein Semitag ist im Flüchtlingslager ein Tauschgeschäft aus. Das haben wir doch jetzt gemacht. Ich bin immer noch verwirrt. Na, gut, was ist hiermit? Weiß ich nicht. Haben wir, glaube ich, noch nicht. Haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Das haben wir nicht. Nein. Ach, das muss ich da mal. Ah, Moment. Wo haben wir denn mal eben die Karte? C-Sicherheit Außenposten. Tralalala. Nee, das wollte ich auch alles gar nicht. Da möchten wir einmal dahin. Docs Wartebereich. Ist es das? Ach, ich habe doch keine Ahnung. Das ist alles so verwirrend hier. Es sind so viele Dinge. Ach, das ist nur... Ja, Rosenkohl. Genau. Ich habe es schon wieder gelesen. Das ist alles so groß und so verwirrend und so alles und überhaupt. Ich weiß es doch auch nicht. Nee, da wollte ich nicht hin. Bin ich mir zumindest sehr sicher. Wollte ich da hin? Da waren wir... Hier ist gar nichts hervorgehoben. Also ist nichts interessant. Haha!
herausgefunden. Nee, ist ja gut. Warte mal, also wir gehen jetzt erstmal zu den Botschaften? Glaube ich? Ich weiß es doch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, ein bisschen planloses Rumlaufen ist es gerade schon irgendwie wieder. Das tut mir ja auch immer leid dann. So, dieser schmale Grat aus, ja, mein Gott, genießen wir es halt mal ein bisschen, was hier so nebenbei passiert und ein WTF, wo muss ich denn überhaupt hin? Will ja auch immer nicht hier da stundenlang ziellos durch die Gegend laufen, weil ihr euch dann irgendwann wahrscheinlich auch denkt, so, boah, das ist voll doof. Also, denkt ihr euch wahrscheinlich sowieso schon, aber, ne? Da wäre dann der Beweis. kann ich mit dir was machen? Nochmals danke, Erdenclan. Nein, stimmt, dir hatte ich schon mal geholfen. Ja, 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 tschüss, ja, lalala. Ach, hi, hi, du stehst gerne vor Fenstern und genießt die Aussicht, oder? Wenn ich so an Teil 2 denke. Ich hatte gehofft, sie kommen.